Objekt Beginngasse 21, ehemalige Ochsen. Dort ist gemeldet worden um 7.26 Uhr. Alarmstufe Zimmerbrand. So hat das Ganze angefangen. Wie war denn die Lage beim Eintreffen oder auf der Anfahrt? Die Lage war auf der Anfahrt war bereits starke Rauchentwicklung erkennbar. Haben wir sofort Lage auf Sicht gemacht. An die Rettungsleitstelle Lage auf Sicht, starke Rauchentwicklung. Anschließend dort haben wir gesehen, zwei Personen waren schon auf dem Boden, auf der anderen Straßenseite verletzt. Wir haben dann sofort angefangen, weil es geheißen hat, mehrere Personen noch im Gebäude. Personenrettung versucht, so gut wie möglich zu machen und zu unterstützen. Haben parallel dazu gleich den Kreisbrandmeister alarmiert, haben das Alarmstichwort erhöht auf hohen Gebäudebrand. Haben dann die Drehleiter von Tschernobyl mit alarmiert worden, habe den GW-Atemschutz alarmiert von Fellbach und habe anschließend oder gleich parallel dazu die Feuerwehr Bühlhaus mit alarmiert. Weil man gesehen hat, das ist nicht größer, sondern wir sind hinten über den Kirchplatz auch noch angefahren, dass wir von zwei Seiten dann parallel dazu kommen. Okay, welche Besonderheit war jetzt hier? Die Besonderheit war wirklich in das Gebäude zu kommen. Das Gebäude ist wirklich im ersten Obergeschoss bereits komplett vollbrand gewesen. Alles war stark voraus, war gar kein Vorgehen mehr möglich direkt, aber trotzdem haben wir unsere Einsatzkräfte versucht, in das Gebäude zu kommen und das Gebäude abzusuchen. Alles ist uns leider nicht gelungen, aber so gut es möglich war, sind wir vorgegangen und haben mit der Brandbekämpfung angefangen. Nachbargebäude waren auch gefährdet? Nachbargebäude an sich, wo baulich getrennt war, nicht. Nur von der Rückseite ist das Gebäude verbaut mit dem Kirchplatz 11 und dort ist leichter Schaden entstanden. Aber das war unsere größte und wichtigste Aufgabe nachher, nachdem wir noch nicht mehr ins Gebäude gekommen sind, hier eine Rügelstellung zu machen, damit wir das Nachbargebäude halten können. Das Feuer nicht über den Dachstuhl überreicht. Eine Person war vermisst, die wurde dann später gefunden. Wir haben eine Person, leider muss man sagen, vermisst, leider nicht mehr retten können. Für diese Person kam leider jede Hilfe zu spät, was sehr traurig ist. Aber wir haben mit den Einsatzkräften komplett alles versucht zu absuchen. Aber so wie das Gebäude unter Rauch gestanden ist und bereits im Brand war, kam für diese Person leider jede Hilfe zu spät. Jetzt habt ihr auch zwei Drehleiter im Einsatz, das ist ja auch eher selten, oder? Ja, wir haben zwei Drehleiter im Einsatz, weil wir das Problem haben, wenn wir zwei Dachseiten haben, dass wir von beiden Seiten wirklich den Feuer bekämpfen können und auch dort noch zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob im Obergeschoss Personen sind. Und deswegen war meine Anforderung ganz klar, ganz wichtig, eine zweite Drehleiter, um möglich alles zu tun, was in unserem Ermessen steckt und was wir auch rausholen können. Und ich denke, die Kameraden von den einzelnen Feuerwehren, die haben hier gute Arbeit geleistet. Für diese Personen können wir leider nichts dafür. Der Zugang war zu weit, das Gebäude war zu stark verraucht und zu weit im Vollbrand fortgeschritten, was mir natürlich selber sehr leid tut. Aber leider zählt der Eigenschutz auch dann irgendwo. Und irgendwann, jetzt kann man nicht mehr ins Gebäude rein, jetzt noch wegen Einschutzgefahr. Okay, das heißt, wie geht es jetzt weiter? Es geht weiter, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter mit Nachmischarbeiten beschäftigt sein. Wir werden nachher versuchen, eine Drehleiter rauszulösen, sobald wir soweit sind. Wir werden auch jetzt in den weiteren Schritten die Lage erkunden, nochmal von oben her, wie es ist, ob wir etwas zurückziehen können oder ob wir einen Teil mit einem Bagger abreißen müssen, dass wir in die Glutdurchnäste rankommen. Weil in der Zwischendecke haben wir jetzt festgestellt, bei der Kundengerade, dass hier massive Regelsbanden verbaut sind, Blechboden verbaut ist, dass der Brand mir in die ursprüngliche Brandnäste gar nicht rankommen direkt und wir jetzt versuchen, halt Schritt für Schritt da an die Glutdurchnäste ranzukommen. Wie viele Kräfte waren jetzt ungefähr im Einsatz? Insgesamt waren von der Feuerwehr 83 Einsatzkräfte im Einsatz, mit 13 Fahrzeugen. Vom DRK waren 30 Kräfte, vom Rettungsdienst 14 Kräfte, davon zwei Notärzte. Das DRK war mit 16 Einsatzkräften und insgesamt 14 Fahrzeuge vor Ort. Die Polizei war mit 18 Kräften und 10 Fahrzeuge vor Ort. Rettungshubschrauber war auch im Einsatz? Rettungshubschrauber war auch im Einsatz, mit einem noch weiteren Notarzt, weil man nicht gewusst hat, wie, wo, was. Und weil man noch Personen gesucht hat und hat gedacht, der ist eine Brandverletzung und somit ist der auch in die Einsatzstelle angeflogen. Und was wurde dann nachher nicht mehr gebraucht wurde oder von den anderen einen, die zu spät kommen. Insgesamt sind 22 Personen durch das DRK UBA betreut worden. Ein Verletzten, ein Schwerverletzten, ein leichter Verletzten und leider eine Person rot geworden. Okay, super.